Roter Teppich für Greta Thunberg. Die 16-jährige Umweltaktivistin aus Schweden hat am Samstag in Berlin die goldene Kamera entgegengenommen. Die Funke Mediengruppe honorierte damit ihren Einsatz für die Bewegung Fridays for Future. Auch andere Gäste der Gala zeigten sich beeindruckt, so Pursänger Hartmut Engler und Schauspieler Tom Vlaschia. Ich finde es absolut positiv, finde es auch schön, dass sie heute da ist. Und wenn die Kids auf die Art und Weise ein bisschen ein Bewusstsein entwickeln und wenn auch ein paar Schulschwänzer dann dabei sein sollten, dann finde ich das auch nicht schlimm. Ja, vor ihr persönlich habe ich großen Respekt, weil sie ja diese Bewegung im Prinzip angefangen hat, auch alleine aus sich heraus, so wie ich das gelesen habe. Ich frage mich allerdings, ob es der Sache dienlich ist, wenn hunderttausende Schüler freitags nicht zur Schule gehen. Die Schülerstreiks gelten als umstritten, da viele Jugendliche dafür freitags dem Unterricht fernbleiben. Greta Thunberg selbst wollte die Auszeichnung in Berlin nicht entgegennehmen, ohne auf die Leistung ihrer Mitstreiter aufmerksam zu machen. Die Bewegung ist in Deutschland riesig. Ich denke, dass die Leute, die hinter mir stehen und das organisiert haben, Helden sind. They are heroes. Am Freitag hatte Greta Thunberg an den Fridays for Future-Protesten in Berlin teilgenommen und Klimaforschern in Potsdam einen Besuch abgestattet.